Hallihallo, ihr Lieben. Ich bin jetzt dabei, diese Pusche den zweiten Lappen sozusagen abzustricken, elastisch. Heißt, ich gehe von vorne durch zwei Maschen, Faden geholt, zu mir wieder hingezogen und auf die rechte Nadel geholt. Wieder zurück, schubsen und das Ganze von vorne. Ich drücke da immer mit dem Zeigefinger ein bisschen dagegen, obwohl das hat mir jetzt nichts gebracht. Da muss ich jetzt nochmal durch zwei und wieder nach zur linken Nadel schubsen. Und so mache ich das jetzt bis zum Ende der Reihe. Ja, und dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich die letzten beiden abkette. Da bin ich wieder. Die letzten beiden ist immer ein Problem, so ein bisschen, weil man eben nicht richtig weiß, ob man die Masche erwischt oder nicht. Aber ich habe es geschafft. Wunderbar. So, ich ziehe es mal ein bisschen lang, damit ich dann auch abschneiden kann, wenn ich jetzt wüsste, wo meine Schere hingekommen ist. Da, hab sie. Dann schneide ich das Ganze da ab, Schere wieder erstmal weg, Faden und Nadel an die Seite, denn gleich wird, da muss ich auch nochmal eben hier Faden bei meinem Häkelprojekt rausziehen, das zusammengehäkelt. Elastisch, versteht sich. Da hat man dann immer noch ein bisschen Spiel. Auch an den Füßen. Es ist nicht ganz so eng. Dann, dadurch kann man immer ganz gut noch ein bisschen an ja, Größe rausholen, weiter rausholen. So, ihr seht hier einen Lappen. Oh, da habe ich, das vergesse ich immer, ne? Den zweiten Faden noch abzuschnippeln. Weg ist er. So, aber jetzt. Da ich das Ding ja so rum anziehen möchte. Diese beiden Seiten werden jetzt zusammengehäkelt. Also, die Naht soll innen sein, also auf links gedreht die ganze Geschichte. Ja, jetzt, ja gut, ich werde mal mit dem blauen Faden wieder anstingen. Und von da oben bis hier runter. Erstmal das ganze Ding zu häkeln. Jetzt versuche ich gerade mal hier alle drei Fäden zu erwischen und dann damit hat geklappt, einen Knoten zu machen. Wunderbar. Na, das sollte schon fest sein. Nicht, dass mir der ganze Bums nachher wieder aufgeht. Da habe ich mir auch keine Lust drauf. Dafür macht man es ja auch nicht, ne? Man gibt sich schon Mühe und dann geht der ganze Kram nachher nochmal wieder auf. Geht ja mal gar nicht. So, beide Seiten auf die Nadel. Faden geholt, Luftmasche gemacht. Und weiter geht es. Jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir hier beide Seiten erwischen. Weil ja nun mal die Fäden, die abgeschnitten da auch noch sind, ne? So. Feste Masche, Luftmasche, fertig. Nächste. Durch beide Seiten durch. Faden holen, feste Masche, Luftmasche. Und so bis unten hin. Ein
Das Gleiche machen wir dann auf der anderen Seite natürlich genauso. Faden zu Ende, macht nichts, hier ist noch jede Menge blau, kein Problem. Und jetzt mit dem gelben Faden da anzufangen, nee, das will ich auch nicht, das sieht ein bisschen dämlich aus. Das muss man nicht haben. So, weiter geht's. Nee, das hätte ich bald ein Stäbchen gehäkelt. Da war der Faden weg, beziehungsweise die Schlinge war weg. Und da legt man sich den Knoten natürlich gleich hier auf die Kante mit drauf, damit ihr das alles einhäkelt, ne? Damit das verschwunden ist. So, fast am Ende der einen Seite. Einmal ein bisschen mehr Faden lassen. Das Ganze wird nämlich jetzt durchgezogen durch diese Schlinge. Mache ich gerne immer noch mal einen Knoten zusätzlich rein, damit es auch wirklich nicht losgehen kann. Ne? Habe ich nämlich alles schon erlebt. Und direkt vernähen, weil den braucht man nun definitiv nicht mehr. Heißt verstecken. Er will sich nicht verstecken lassen. Das werde ich ihm schon zeigen, dem Faden. So, weggesaugt. Das habe ich mir doch so gedacht. So, hier wieder neu anschlingen und den ganzen Kram von vorne. Und wenn ich denn mit der Seite fertig bin, dann melde ich mich wieder bei euch. Bis gleich. Fertig. Jetzt wird das ganze Ding natürlich. Ihr seht, da ist kein Faden mehr. Ne? Alles vernäht. Auf rechts gezogen. So. Und jetzt werde ich hier oben bei beiden noch was dran häkeln, weil so wäre es ein Ballerina. Also für mich ist es jedenfalls ein Ballerina. Wartet mal, ich werde es euch mal eben zeigen, wie es angezogen aussieht. Ich schiebe euch mal ein kleines bisschen an die Seite. Ich ziehe mir da Dinge mal an. So. Wartet mal. Ich muss euch noch ein bisschen. Ja, ich muss das ganze Ding mal umkippen hier, meine Kamera mal nehmen und so, bitteschön. Ballerina. Ja? Ja, von unserer Seite zeigen ist ein bisschen doof. So sieht das Ding dann von unten aus, von der Ferse her. Ihr seht ja, da rundet sich die Ferse ein bisschen ab durch die verkürzten Maschen. Hoppla, Balletta, fallen Tabletten runter. Mal eben gucken, ob ich es euch ranscrollen kann hier noch ein bisschen mehr. Ja, so sieht der Pusche aus. Wenn er jetzt, da ist jetzt noch ein Socken drunter, wie ihr seht, ein Weihnachtssocken. Ne? Ballerina, finde ich. Und jetzt mache ich daraus einen warmen Puschen. Moment.
rausziehen, das Ganze. So, jetzt mache ich hier oben noch was dran, ja, an diese Sache, nämlich 12 Reihen. Nee, gar nicht wahr, es waren 17 Reihen. Genau, dann muss ich da auch die 17 Reihen, 8 Reihen in Gelb und 8 Reihen in Blau. Genau, häkeln, nicht stricken, Leute, häkeln. Jetzt muss ich erstmal wissen, wo meine Nadel ab. Ach, da. So, mit Gelb fangen wir wieder an. Schlingen das Ganze an. Anschlingen, am besten an der Kante. Ne? Da, wo wir gerade zusammen gehäkelt haben, kann man am besten dann auch wieder rein und sich den Faden durchziehen. Verknoten, damit das alles auch gut sitzen bleibt, da wo es sein, da wo es hingehört. Ne? Einmal und noch einen Knoten rein, zur Vorsicht. Den Faden sofort auf die Kante gelegt, damit er dann sofort eingehäkelt wird. So, erstmal muss ich jetzt natürlich eine Reihe nur Stäbchen häkeln, heißt drei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen beziehungsweise die Höhe des Ganzen, der ganzen Reihe zu bestimmen. Und jetzt einfach auch gucken, vielleicht sogar eine Reihe tiefer stechen, damit ihr da auch wirklich kein Loch und nichts bekommt. Einfach hier aus diesen Reihen euch eure Stäbchen holen. Nächste Reihe. Ich melde mich dann gleich wieder, wenn wir hier ankommen an dieser Ecke. Da bin ich wieder. Ecke erreicht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir, also ich mache jetzt hier ganz gerne noch zwei Stäbchen in eine Einstichstelle, damit es auch wirklich ja, die Weite bekommt und nicht zu eng wird an den Ecken. So, das ist auch dann diese zweite Ecke erledigt. Ich häkel mich jetzt wieder rum bis zum runden Anfang. Bis gleich. Fast am Ende angekommen. Natürlich auch hier nochmal für die Weite 2 in 1. Ne? Zwei Stäbchen in eine Ecke oder in eine Einstichstelle, nicht in eine Ecke. Und dann nochmal hier so ein bisschen sich reinfriemeln. Dann auch noch mal gerne in die Einstichstelle, wo die das erste Stäbchen rauskommt, die ersten drei Luftmaschen, auch noch mal gerne rein stechen. Und dann machen wir unsere Runde zu Ende. In die dritte Luftmasche vom Ersatzstäbchen. Kettmasche. Fertig. 1, 2, 3 Luftmaschen für die Höhe und als Ersatzstäbchen. Jetzt häkle ich ein Reliefstäbchen von vorne und eins von hinten. Heißt, unter das Stäbchen durch, das es auf der Nadel liegt, Faden holen, unten drunter herführen, einmal zwei, zweimal zwei Schlingen. Fertig. Jetzt das nächste Stäbchen von hinten, Nadel von hinten, zu euch hin. Das Stäbchen liegt auch auf der Nadel. Dann ein bisschen mit dem Daumen
Ja, wie soll ich das erklären? Also das Stäbchen muss zurückgedrückt bleiben. Faden holen, unterm Stäbchen durch. Einmal zwei, zweimal zwei. Ja, und so mache ich das jetzt die ganze Zeit. Wieder von vorne das Reliefstäbchen. Vorne durch ist immer am leichtesten. Und das Stäbchen von hinten. Nadel von hinten zu euch hin, nach hinten durch, habt ihr das Stäbchen schon wieder auf der Nadel, Faden geholt, unterm Stäbchen durch, einmal zwei, zweimal zwei. Und das machen wir jetzt 8 Runden in Gelb und dann nochmal 8 Runden in Blau. Und bei den 8 Runden in Blau mache ich ein neues Video.